Hallo meine Freunde des erhöhten Pulses. Ich habe heute zwei Fälle für euch und ihr werdet den zweiten Fall auf jeden Fall hart feiern. Davon gehe ich aus. Wir fangen aber mit dem ersten Fall an. Dabei geht es um Flüchtlinge, die sich unter einem Reisebus festhielten. Und ein Mann davon hat dann scheinbar die Kraft verloren und ist auf die Straße gefallen. Stellt euch mal vor, ihr würdet sowas machen. Das wäre ein schwerer Eingriff in den Straßenverkehr. Ihr könntet euch von eurem Führerschein verabschieden und hättet Riesenprobleme, diesen jemals wiederzubekommen. Aber bei unseren neu hinzugezogenen ist das alles natürlich überhaupt kein Problem. Wenn du mich und meinen Kanal unterstützen möchtest, kannst du mir kostenlos ein Abo dalassen, damit du kein zukünftiges Video mehr verpasst. Aktiviere die Glocke und schreib einen Kommentar. Das Ganze ist passiert auf der Autobahn 99 in Bayern, wo zwei Männer leicht verletzt wurden, als sie sich unter einem Reisebus festgehalten haben und dann auf der Autobahn der eine die Kontrolle über seinen Körper verlor, keine Kraft mehr hatte, wie auch immer. Auf jeden Fall ist er auf die Straße gefallen. Das Extreme daran ist, die Frau, die dahinter gefahren ist, konnte gerade so noch bremsen, um zu verhindern, dass der Mann überfahren wird. Also die Frau komplett traumatisiert und ja, Schürfwunden an dem lieben Herrn. Die Frau hat dann irgendwie durch Hupen noch darauf aufmerksam gemacht. Auf jeden Fall hat der Bus dann angehalten und der zweite Mann ist dann zu dem ersten gerannt. Und um wen hat es sich hierbei gehandelt? Es waren zwei Asylsuchende aus Marokko. Wie lange die beiden bereits unter dem Bus, sich festgehalten haben als blinde Passagiere, das weiß man nicht so ganz. Die haben auf jeden Fall Schürfwunden und sind beide ins Krankenhaus gekommen danach. Also auf diese Idee muss man erstmal kommen. Man könnte ja sagen, dumm ist der, der Dummes tut. Solange man da keine anderen Menschen mit reinzieht, soll ja jeder mit seinem Körper machen können, was er möchte. Aber so etwas in öffentlichen Straßenverkehr geht halt gar nicht. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas Ähnliches schon mal gesehen habt. Und damit möchte ich euch natürlich auf den heiß ersehnten zweiten Artikel hinweisen. Flüchtlingsheim in Wiesbadener Villenviertel. Anwohner scheitern vor Gericht. So, und jetzt geht es dann wirklich mal in die Offensive. Und ich habe ja schon ein paar Berichte darüber euch vorgelesen und erzählt, dass immer mehr, Flüchtlingsunterkünfte auch in höherpreisigen Regionen Deutschlands oder auch da, wo genau diese Leute wohnen, die das ja so toll finden, die Grünen, die das ja als Privileg sehen und diese Wohnungen und diese Flüchtlingsheime dort bei ihnen vor der Tür natürlich gar nicht den Leuten dort alles bieten können. Also die versuchen mit allen Möglichkeiten das zu verhindern und jetzt sind die Anwohner vor Gericht gescheitert. Das ist jetzt ein anderer Fall. Sie versuchen es wirklich mit allen möglichen Maschen und hier hat das auf jeden Fall das Verwaltungsgericht abgelehnt. Und zwar versuchten die Anwohner es durch Ruhestörung. Also die hatten gesagt, dass der Lärm ja gar nicht gehe und das Gericht hat jetzt gesagt, ja, ist alles zumutbar, ist alles ganz normal und damit, ja, sieht sehr, sehr schlecht aus für die Bewohner im Villenviertel in Wiesbaden. Ich freue mich über sowas, weil warum solltest nur du oder ich so eine Unterkunft vor die Tür gesetzt bekommen? Nein, diese Unterkunft soll genauso von den Grünen in grünen Vierteln oder in linksgrünen Vierteln hingesetzt werden. Weil dann werden sie mal sehen, was es denn für Probleme gibt. Sind die Probleme der Bevölkerung einfach nur ausgedacht? Ist es einfach nur rechtes Gedankengut? Oder ist es die Tatsache, dass die Menschen aus Erkenntnissen oder Situationen und Begegnungen gelernt haben und dementsprechend davor warnen, dass es zu Problemen kommt? Aber mit gesundem Menschenverstand brauchen wir Grünen ja gar nicht zu kommen. Die ersten Bewohner sind inzwischen auch in die neue Unterkunft eingezogen. Rechtskräftig ist der Beschluss des Verwaltungsgerichts zum Eilantrag jedoch noch nicht. 2 Wochen lang ist nun Zeit, Beschwerde einzureichen. Darüber müsste dann das hessische Verwaltungsgericht entscheiden. Ich bin mir sicher, sie werden garantiert weiterhin versuchen, alle Register zu ziehen, damit diese Menschen dort nicht einziehen können, damit sie in ihrem wunderschönen Weltbild überhaupt nicht gestört werden. Und ich möchte euch hier auch noch eine wichtige Mitteilung geben. Und zwar wundert ihr euch ja, warum ihr so viele Steuern und Abgaben zahlen müsst. Und wir haben jetzt wieder ein wunderbar dekadentes Beispiel. Und zwar im Bundestag. Die Diäten wurden erhöht. Wir haben eine Lohnerhöhung von 6%. Das ist enorm viel.
Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wann ihr das letzte Mal eine Lohnerhöhung in solchem Umfang bekommen habt. Bei uns auf der Arbeit gibt es halt immer einen Inflationsausgleich, der keinerlei in die Nähe kommt von diesen großen Zahlen. Und das ist halt ein Inflationsausgleich, der die Inflation ausgleichen soll und ein bisschen darüber sein soll. Ja, wir erreichen nicht mal die Inflation damit, aber das ist etwas ganz anderes. Ich bin ja schließlich auch kein Politiker, der dekadent leben kann und sich alles erlauben kann, weil er sich selber die Taschen einfach mit deinen und meinen Steuern vollmachen kann. Ist es nicht wieder wunderherrlich? Verspürt ihr ein gewisses Erhabenheitsgefühl oder Gerechtigkeit, wenn ihr lest, dass vielleicht es nicht die letzte Flüchtlingsunterkunft in einem Villenviertel und in einem grün geprägten Milieu war? Ich bin gespannt, ich werde euch darüber berichten. Heute haben wir mal keine schlimme Straftat, sondern ich hoffe, dass ich euch heute mal ein bisschen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern konnte. Und ihr wisst natürlich, Gewalt ist keine Lösung und wir möchten natürlich keinerlei Form von Gewalt in Deutschland haben und wir verurteilen diese und fordern harte Strafen. So, und am Ende kommen wir noch zu einer Bienenfrage. Und zwar wurde ich schon öfters in den Kommentaren gefragt, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich mir Bienen kaufen möchte? Wie teuer ist das denn ungefähr? Also ich könnte euch jetzt hier voll ein vorrechnen und sagen, ja, ihr braucht mindestens Betrag X dafür. Ich habe mich jetzt aber entschieden, das einmal anders zu machen. Und zwar sage ich euch einmal, was ich glaube, was ihr dafür braucht und breche dann die Sachen einmal runter. Man kann natürlich auch für weniger anfangen, aber dass ihr mal so einen groben Richtwert dafür habt. Und zwar kann man in der Imkerei ungefähr mit 1000 Euro pro Volk an Investitionskapital rechnen. Also heißt, ihr müsst die Kisten kaufen, ihr müsst Futter haben, ihr braucht die Gerätschaften wie eine Schleuder und das alles. Also es ist schon relativ teuer und wie gesagt, wenn man ein Volk, zwei Völker, drei Völker hat, rechnet mal pro Volk 1000 Euro, dann kommt ihr gar nicht so schlecht weg. Weil es bringt halt nichts, was ich jetzt euch gleich erzähle. Ihr könnt auch für wesentlich weniger anfangen, aber dann habt ihr halt das Problem, dass ihr euch ganz, ganz viele Sachen entweder ausleihen müsst, gucken müsst, wie ihr es irgendwie macht oder es einfach nicht vernünftig funktioniert. Also ich empfehle jedem, wenn er mit der Imkerei anfangen möchte, sich vernünftige Ausrüstung zu kaufen und nicht daran zu sparen, beispielsweise an der Bienenflucht oder an zu wenig Honigräumen. Das sind alles so Sachen, die solltet ihr euch nicht wegsparen. Wenn ihr alleine nur die Kiste euch anguckt, die Kiste plus Equipment dafür, da seid ihr relativ schnell bei 400 bis 500 Euro pro Kiste. Ja, es geht natürlich auch deutlich günstiger, aber dann fehlen euch halt ganz viele Extras, die euch das Leben wesentlich vereinfachen oder die ihr einfach teilweise braucht für die Sachen. Und das kann ich euch demnach nicht empfehlen. Also wenn ihr mit Imkerei anfangen wollt, dann fangt vernünftig an oder lasst es sein. Anders kann ich aus meiner Warte euch das nicht empfehlen. Es ist ein wunderbares Hobby, aber es ist eine kostspielige Angelegenheit. Ihr habt sehr viel Verantwortung und ihr glaubt jetzt, ja, da verdient man sich eine goldene Nase dran. Also ihr werdet damit Geld verdienen können, aber ihr müsst halt auch vorher extrem viel Geld investieren und habt das Riesenproblem, dass ihr halt eine absolute Materialschlacht habt. Also wenn ihr keine Garage frei habt, dann braucht ihr gar nicht mit der Imkerei groß anzufangen, weil ihr habt so viel Material, was ihr dann wegpacken müsst, wegstapeln dürft. Da braucht man extrem viel Platz, extrem viel Geld. Aber wenn ihr dazu weitere Fragen habt, stellt mir genauere Fragen. Und dann kann ich euch natürlich gerne dazu weiteres sagen. Also theoretisch kann man für günstiges Geld anfangen. Ich empfehle es aber keinem, sondern kauft euch direkt vernünftige Sachen. Ihr müsst vielleicht im ersten Jahr noch keine Schleuder euch kaufen. Aber wenn ihr die Sachen nicht habt, habt ihr immer Probleme, weil dann, wenn andere Leute ihre Schleuder brauchen, dann braucht ihr sie auch. Und dann könnt ihr, wenn ihr selber keine Schleuder habt, seid ihr diejenigen, die in die Röhre gucken und für die es im Worst Case richtig scheiße aussieht. Danke für die Aufmerksamkeit und wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Marvin. Ciao.